Henning Otte von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Gerke, das war schon offenkundig, eben wie bewusst Sie missverstehen wollen, Bewegung, um zu einem Frieden dort zu kommen. Und Ihre Selbstkritik, die Sie anfangs hatten, an dem Klein-Klein, das würden Sie mal bitte auch in Ihrer Fraktion anwenden wollen. Ich sage Ihnen, Sie verkennen völlig, dass der IS eine Bedrohung für den Weltfrieden ist, dass sich diese Bedrohung in Syrien und im Norden Iraks konzentriert, dass diese Bedrohung auch auf Einfluss hat auf Europa. Die Anschläge in Paris und Brüssel zeigen dies, und wir wollen uns einer islamistischen Regierung entgegenstellen, die Botschafter entsendet als Selbstmordattentäter und die Menschen töten und beunruhigen. Dagegen stellen wir uns als Teil der Verantwortungsgemeinschaft, meine Damen und Herren. Wir stellen uns dem entgegen aus humanitären Gründen, weil wir das Leid von Menschen verhindern wollen. Wir stellen uns dem entgegen aus rechtlichen Gründen, weil das Völkerrecht für uns Maß und Mitte ist. Und wir stellen uns dem auch entgegen, weil wir hier in Deutschland sehen, dass es einen enormen Flüchtlingsdruck aus dieser Region gibt und dass wir wollen, dass Menschen wieder eine Perspektive vor Ort haben. Und deswegen helfen wir in Syrien als Teil der Verantwortungsgemeinschaft mit 64 anderen Nationen, indem wir Begleitschutz geben, Tankflugzeugstellen, Aufklärungsflüge tätigen und auch morgen in erster Lesung einem AWACS-Einsatz dort zustimmen. Und wir helfen auch im Norden Irak, um der Peschmerga Ausrüstungs- und Ausbildungshilfe zu geben im Kampf zur Minenräumung, in der Sanität. Und deswegen sage ich auch dem Kollegen Nuripur, wir dürfen nicht nur die Bedenken sehen, sondern wir müssen auch die Chancen sehen. Und vor allem müssen wir den Menschen vor Ort sagen, wir sehen nicht unsere Bedenken im Mittelpunkt, sondern wir sehen euer Recht auf Leben, euer Recht auf Heimat im Mittelpunkt. Und deswegen haben wir auch diesen Kämpfern der Peschmerga, den Jesiden, aber auch der irakischen Armee dort geholfen. Und ich gebe zu bedenken, dass viele Frauen und viele Mädchen noch in der Hand des IS sind. Und es ist genau richtig, wenn Volker Kauder fordert, dass, wenn Mosul freigekämpft ist, wir eine Befreiung haben, eine Befriedung haben und eine Beförderung dann von politischen Lösungen. Das muss unser gemeinsames Ziel sein. Aber als wäre die Situation in Syrien nicht schon schlimm genug, gibt es dort das Assad-Regime, was bekanntermaßen gegen Opposition, gegen zivile Bevölkerung Giftgas und Fassbomben einsetzt. Aleppo ist ein tägliches, trauriges Bild, was wir sehen. Das treibt uns alle um. Kriegsverbrechen werden dort durchgeführt. Und ich sage, alle handelnden verantwortlichen Personen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das darf die Völkergemeinschaft nicht zulassen, dass sowas ungeahndet bleibt. Für mich ist es allerdings auch mehr als irritierend, dass dies alles unter Duldung, unter Aufsicht und unter Zutun auch der Kreml-Regierung in Moskau vollzogen wird, immer unter dem Deckmantel offensichtlich einer strategischen Machtpolitik. Der Tod und das Leid von Tausenden von Menschen wird billigend in Kauf genommen. Und Russland hat eine Schlüsselposition. Sie beherrschen dort Teile des Luftraumes. Sie verweigern sich einer Flugverbotszone, und das als ständiges Mitglied der Vereinten Nationen dort im Sicherheitsrat bricht dieses Land augenscheinlich Völkerrecht. Das ist auf der Krim deutlich geworden. Das ist das aktuelle Bild, und deswegen ist diese aktuelle Stunde auch genau richtig in dieser Stunde, wo der russische Präsident hier in Berlin erwartet wird, zu einem Dialog. Und da sind wir unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel dankbar, dass sie immer wieder diesen Dialog anschiebt, immer wieder diesen Impuls setzt. Aber ich sage auch, Dialog muss dann begleitet werden von Sanktionen, wenn wir noch nicht zum Ziel kommen. Aber Dialog und Stärke, das sind die beiden Säulen, die wir sagen, für Stabilität und Sicherheit. Und Russland ist auf dem Weg, in eine Isolation zu gehen. Wir fordern auf, dass Russland unter Präsident Putin wieder zurückkommt in die Völkergemeinschaft, an den Verhandlungstisch. Ansonsten muss man sagen, ob Russland ein ständiges
Mitglied im UN-Sicherheitsrat noch sein kann, wenn man offensichtlich Völkerrecht bricht und nicht alles dafür tut, Leid von Menschen zu ersparen. Diese Frage sollte man sich dann auch stellen. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat